Es geht wieder los und das ist auch gut so. Let's go up time, 29. Spieltag. Absoluter Top-Gegner heute, gegen den wir uns beweisen werden müssen. Fortuna Düsseldorf, Tabellenzweiter seines Zeichens. Wir müssen jetzt mal gerade in die Taktik gehen. Wir müssen Wojkowiak die Tacklings untersagen. Das ist doch schon sehr, sehr früh. Also das ist im Moment eine Spezialität von uns. Sehr früh gelbe Karten einzufangen. Tritt Michael Owen absichtlich um. Ihr kennt ihn alle, ehemaliger Nationalspieler Englands. WM-Teilnehmer, Champions League-Sieger, glaube ich nicht. Mit Manchester United damals war er, glaube ich, noch nicht da. Zu dem Zeitpunkt, wo dies geworden sind. Aber der hat einiges erlebt in seiner Karriere. Jetzt zum Abschluss nochmal in Deutschland unterwegs. In der zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf. Robbie Cruz und Thomas Geier verbeißen sich in den Zweikampf, aber war längst abgepfiffen. Ausgeglichenes Spiel, es ist schön zu lesen, dass wir hier mit so einer Mannschaft mithalten können, momentan. Also das kann man schnell kippen, logischerweise, weil die natürlich auch zu Hause spielen und natürlich auch viel bessere Einzelspieler hier haben. Hier sehen wir es schon, sehr, sehr viele 70er. Bei uns ist das absolut nicht nur die Ausnahme, wir haben gar keinen. Am nächsten dran, würde ich sagen, ist noch Papadopoulos, aber der ist im Moment in so einer kleinen Krise, würde ich sagen. Auch schon ein bisschen länger nicht getroffen. Und dann wird es normal sehr schwer für uns, aber wir haben in den letzten Spielen doch auch entdeckt, dass bei uns andere Leute Tore schießen können. Schlechte Sicht, vielleicht erklärt das ein bisschen was, dass es hier so schlecht ist, das Spiel. Jetzt kommt Düsseldorf, kleine Chance. Och Gott, was für ein Name. Arthur J. werde ich ihn einfach mal nennen. Den Rechtsverteidiger mit einer schönen Flanke von rechts. Michael Owen attackiert aber unseren Torwart Ortega im Strafraum, im 5-Meter-Raum. Und dann wird es natürlich abgepfiffen. Sehr, sehr höhepunktearm, diese Partie. Stafelidis spielt da Mannschaftsstil, nicht passt zu seinem Landsmann. Statt selbst zu schießen, aber der junge Torjäger verzieht über Hasse. Das ist, wie gesagt, das, was ich meine. Nach einer Flanke von der rechten Seite durch Schimmel legt Elton da Costa per Kopf in die Mitte ab. Boy Watermann, der Torhüter von Fortuna Düsseldorf, ehemaliger Aachener, verschätzt sich, aber keiner von uns kommt an den Ball. Aber wir kommen jetzt wieder nach vorne. Es sind zwar immer nur kleine Chancen, aber natürlich auch irgendwo Nadelstiche gegen Fortuna Düsseldorf, gegen das Selbstvertrauen. Die sind ja im Moment Zweiter, würden noch direkt aufsteigen, wenn sie den Platz halten sollten, aber Union Berlin ist dicht dran und auch St. Pauli kann man noch nicht ganz abschreiben. Also von daher, das könnte nochmal eng werden, wenn Düsseldorf die Form verlieren sollte. Jetzt haben wir wieder eine gelbe für Latza. Wir haben ja schon wieder einiges dafür getan, für das gelbe Kartenkonto. Zwei Spieler. Und das sind wieder zwei defensive Spieler. Das ist natürlich nicht gut. Die werden jetzt eine ganze Halbzeit nur aufpassen müssen. So, was sehen wir hier noch? Elfmeterschießen zwischen zwei Fangruppen. Ist eher minder interessant, würde ich das nennen. Ja, wir spielen momentan absolut ordentlichen Fußball, würde ich auch so sagen. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich bestenfalls alles zusammen. Danny Latza motivieren. Ja, und hier vorne wird auch alles motiviert. Benjamin Bayer, der ist ein bisschen verstimmt, was die Moral angeht. Aber der spielt ja jetzt wieder. Seit dem letzten Spiel wieder Stamm. Wir haben wieder diese lustige, auch wirklich sehr erfolgreiche, muss man ja dazu sagen. Doppelte offensive Mittelfeldaufstellung. So komisch sie auch aussieht, da in der Mitte mit dieser Tischlampe. Aber es funktioniert einigermaßen gut. Sieg gegen Ingolstadt. Davor haben wir auch gegen Sandhausen gewonnen, also im Moment läuft es. Davor haben wir, wie gesagt, das Spiel auch gegen Heidenheim mit 3 Punkten abschließen können. Also 3 Siege in Folge. Und auch heute gegen Düsseldorf die erste Halbzeit absolut top. Und deswegen sofort weiter. Wir lassen alle Männer mal warm laufen. Sofort eine Ecke war die zweite im Spiel durch Wojkowiak, Papadopoulos gegen Maletsas. Also sehr viele Griechen hier auf dem Platz. Also die können hier nach dem Spiel noch lustig Karten spielen in der Landessprache. So, Düsseldorf, mal gucken. Die müssen was machen. Die können Tabellenführer werden. Kaiserslautern ist punktgleich. Maletsas mit der Ecke, Ortega hat Glück. Die Ecke von Maletsas kommt genau auf den Kopf von Şahin, aber der Kopf Zentimeter rechts vorbei. Konzentration. Nochmal Düsseldorf. Und jetzt wird es eine größere Möglichkeit. Und jetzt wird es knallen. Ich habe es kommen sehen. Robbie Cruz, der australische Publikumsliebling. Axel Bellinghausen führt den Ball im Mittelfeld.
hinten leicht nach vorne zu Cruz. Es riecht nach Abseits, aber Dennis Meyer, der Schiedsrichter, lässt weiterspielen. Der australische Nationalspieler ist somit frei durch, lässt Ortega keine Chance. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen was machen. Jetzt liegen wir nämlich hinten. Jetzt gibt es keine Punkte. Jetzt kommt aber schon wieder Düsseldorf. Glanzparade von Ortega. Also jetzt sind wir hier doch arg zusammengebrochen. Es war gar nicht ersichtlich. Aufgrund von der ersten Halbzeit. Die Abwehrreihe steht natürlich auch sehr weit vorne. Das muss man dazu sagen. Aber so muss es sein. Also wir müssen was wagen. Wir sind ein frecher Aufsteiger und so haben wir auch unsere Punkte geholt. Eine kleine Chance in der zweiten Halbzeit ist natürlich falsch. Da musst du mehr bringen. So ist es kein Wunder, wenn du dann das Spiel verlierst. Voller Angriff. Auch immer mal gerne für ein Gegentor gut, dieser Knopf. Wollen wir mal gucken. Da kommt Düsseldorf. Ist er drin? Nee. Danny Şahin alleine vor Ortega. Aber der vertändelt den Ball, Gott sei Dank. 1:0. Dabei bleibt es erstmal. Ich weiß gar nicht, was hier wechseln soll. Also, Danny Latzer ist relativ schlecht. Da könnten wir mal gucken, dass wir vielleicht da Fitztum reinsetzen. Der kann das ja spielen. Und, ja. Staffi Liebes vielleicht nach hinten ziehen. Und dafür Klockner vorne rein. Machen wir so. Staffi Liebes nach hinten mit einer 70. Aller Ehren wert. Und dann haben wir doch unseren 70er noch gefunden. Und Klockner dann auf die linke Mittelfeldposition. Ja, vielleicht gehen wir auch auf zwei Stürmer vorne. Aber ich weiß nicht wie. Ihr seht es ja, eine Form von 9 nur bei Albrecht, aber nee, das muss erstmal so gehen. Also wir wollen jetzt nicht das System hier schon wieder umschmeißen. Ja, was Papadopoulos da versucht hat, ist natürlich auch klasse, ne? Ich meine, du kannst es mal probieren, es ist ja schlechtes Wetter, aber 30 Meter, da muss dann schon alles passen, wenn so ein Ding mal reingehen soll. So, Danny Latzer geht runter, da können wir jetzt natürlich hier noch bei Fitztum die Tacklings wieder ein bisschen erhöhen. Der kann tackeln, also kann der ruhig 65% machen. So, Düsseldorf, nächste Möglichkeit. Machen die das Ding dicht hier? Nein. Michael Owen, Thomas Geier. Das kann er seinen Engel noch erzählen. Ich habe gegen Michael Owen eine Ecke rausgeholt. Oder andersrum. Ecke kommt. Und jetzt ist er drin. Danny Şahin. Maletzas mit der Ecke. Oh, ein Volley-Schuss. Ortega hat ihn nicht genau einer Chance. Schlägt unter der Latte ein. Ja Gott, dann ist es so. Du kannst in Düsseldorf verlieren. Ich habe auch eigentlich gar nichts anderes erwartet. Als dass du hier in die Niederlage mal rumkommen würde. So, nächste Chance nochmal für uns. Und jetzt machen wir sofort den Anschluss. Thomas Geier. Nach einer Vorlage von Papadopoulos. Das war auch eine Ecke. Wojcikowiak. Soares kann zunächst klären. Papadopoulos spielt das Leder aber sofort wieder hoch nach innen. Zwei Fortunen heben das Abseits auf und Thomas Geier steht vorne im Stil eines Stürmers, kann unbedrängt einköpfen. Und jetzt denke ich mir, können wir das hier mal umstellen. Bayer, was hat er denn? Er geht steil, dann kann er das auch machen. Aber er geht jetzt sowieso raus. Ich wollte nämlich eigentlich hier hin. Und wollen hier vorne umstellen auf zwei Spitzen. Also Benjamin Bayer. So, stellen wir ihn hier hin. Elton da Costa rückt natürlich dann in die Mitte als einziger Zehner. Und, ja, Lukas Albrecht. Ja, ich bin immer nicht so ganz begeistert, wenn ich ihn einwechseln muss. Ich habe immer so das Gefühl, der kann das nicht. Oder dem ist das irgendwie zu viel. Was hat er denn? Soll den Ball halten? Machen wir mal so. So, Laufwege natürlich noch gucken. Der kann sich ruhig ein bisschen mehr anbieten. Ball halten, sagt es ja auch schon so ein bisschen aus. 2:1. Ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass es vielleicht doch noch was werden könnte. Sag ich erstmal super zu den Jungs. Jetzt kommt Langenecke, ehemaliger Kapitän für Adam Bocek. 74 Minuten gespielt, die wechseln auf der 6 aus, wir wechseln im Sturm aus. Lukas Albrecht, wie gesehen, für Benjamin Bayer. Man soll niemals nie sagen, die sind natürlich 45 Stärkepunkte besser. Jetzt kommt noch Olivier Schmidt. Für Tobias Nivels, Linksverteidiger für Linksverteidiger. Jetzt holt sich hier Bellinghausen die Gelbe ab wegen Trikotzupfens. Gegen Elton da Costa. So, Taktik. Wo ist das Pressing? Ja, 70% ist eigentlich schon sehr viel. So, wir gehen jetzt mit der Abwehr noch ein bisschen weiter vor. Wir hauen das Pressing komplett drauf jetzt. Und wir schießen den Ausgleich. Meine Fresse, Vasilios Papadopoulos. Hat es anscheinend auch was genutzt, dass ich ihn so ein bisschen angestachelt habe. So von wegen... das klappt im Moment nicht so.
Watermann versucht den Ball zu fangen, lässt ihn dann runter, auf den Boden fallen und Papadopoulos ist da, staubt ab, im Stil eines Torjägers. So, und jetzt natürlich ein bisschen zurück hier, also dieses Harakiri hier mal wieder so ein bisschen bremsen. So, Abwehr geht jetzt auch ein bisschen wieder zurück. Wir spielen jetzt hier auf Konter. Können aber auch ein Zeitspiel machen, also da habe ich jetzt nichts gegen. Also so einen Punkt mitzunehmen ist schon mal nicht so abwegig. Nächste Chance. Scharfe Hereingabe von Staffelidis, der mit nach vorne gekommen ist. Etwas zu nah vors Tor leider. So, Marc Schnier kommt noch in die Partie für einen sehr guten Wojciechowiak. Der hat sehr gute Ecken geschlagen wieder. Aber hat halt die gelbe Karte und ich will es nicht riskieren, dass der jetzt fürs nächste Spiel dann gesperrt wird. Deshalb Marc Schnier jetzt mittlerweile auch mit einer 60 permanent. Der hat sich auch sehr verbessert in der Saison. Müssen wir natürlich nochmal kurz hier reingehen. Tut mir leid, Leute, aber das muss auch ab und zu schon mal sein. Dauert ja meistens nicht lange. So, nochmal eine Chance. Nochmal eine Möglichkeit. Wir sind ständig in der Offensive. Albrecht setzt sich gegen Arthur J. durch und spielt steil auf Papadopoulos, aber Watermann hat aufgepasst. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt natürlich nicht das 3-2 kassieren, kurz vor Schluss. Vor dem Strafraum der Darmstädter leitet Bellinghausen stark auf Michael Owen weiter. Der erfahrene Routinier ist links durch. Bleibt aber mit einer Hereingabe an Marc Schnier hängen. Aber es geht noch weiter. Ecke nicht mehr von Maletzas. Diesmal Olivier Schmidt, aber Thomas Geier kann klären. 89. Minute. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Es wäre ein absoluter Erfolg, 2-2 in Düsseldorf zu spielen. Das heißt, ja, der Punkt, der fehlende. 40 Punkte, wir haben es schon heute geschafft. Nicht mehr für möglich gehalten. 2-0 hinten gelegen. Und dann nochmal absolut top zurückgekommen. Super Moral. Und wir schauen jetzt mal in den Nachbericht. Bis gleich. So, meine Lieben. Maletzas, sehr gute Partie gespielt bei Düsseldorf. Note 1,5. Bei uns unser Innenverteidiger Thomas Geier, ausgeliehen von Nürnberg. Note 2,5. Hat ein Tor gemacht. Das war, glaube ich, der Anschlusstreffer. Und dann Papadopoulos mit einer Vorlage und mit einem Tor, heute mit Note 3. Ja, ansonsten lief nicht viel, aber wo er da sein musste, war er da und hat das Ding dann letztendlich für uns dann doch noch zu einem Punkt gesteuert. Statistiken, ja. Düsseldorf natürlich ganz klar her im Haus, was den Ballbesitz angeht. Chancen hatten sie, aber kein Plus. Also da war es wirklich dann 50-50, würde ich sagen. Also im letztendlich auch verdient. Da sehen wir es nochmal, 72. 2-0 für Düsseldorf. Das ist normalerweise ein ganz klares Zeichen. Nämlich der Nackenschlag für die Auswärtsmannschaft. Für den Aufsteiger, ne? Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir klettern einen Platz nach oben, überholen Erzgebirge Aue, die heute verlieren mit 0-3 gegen Nürnberg. Nürnberg meldet keine Aufstiegsansprüche mehr an. Das sind ja schon 11 Punkte. Kaiserslautern ist ja jetzt wieder 2 Punkte vor Düsseldorf. St. Pauli ja, hat auch gewonnen. Union Berlin verliert. Also ich denke mal, das ist so relativ da oben entschieden. Also was die beiden Aufsteiger angeht, St. Pauli und Union werden sich da wahrscheinlich noch um den Relegationsplatz schlagen. So, mal gucken wir mal nach hinten. Frankfurt verliert, Sandhausen verliert, Heidenheim gewinnt und Bielefeld verliert auch. Das heißt, wir haben jetzt noch 15 Punkte zu vergeben. Rechnen wir mal 15 Punkte von 40 runter, sind wir bei 25. Das heißt, rechnerisch könnte uns Heidenheim noch überholen. Das heißt aber, die müssten alles gewinnen, wir dürften keinen Punkt mehr holen. Und die müssten ein Torverhältnis von minus 25 aufholen, auf uns im Moment. Also ich denke mal, Leute, ich möchte das jetzt aber noch nicht feiern, aber wir sind in der Klasse geblieben. Wir haben quasi den Abstieg vermieden. Und das war ja wirklich das Ziel vorher. Und dass du das schon am 29. Spieltag schaffst, als momentan Tabellenachter, das ist Wahnsinn. Die stimmen. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Beide Teams hatten unheimlich viele Chancen, bei denen auch ein 4-4 möglich gewesen wäre. Aber so ist das Resultat gerecht. Meine Mannschaft hat hier ziemlich frech gespielt, absolut. Erste Halbzeit war top. Und ich habe teilweise echt gedacht, wir sind die Heimmannschaft. Dann haben wir 2-0 hinten gelegen. Eigentlich standesgemäß immer vorher auf dem Papier so geguckt hätte. Düsseldorf gegen Darmstadt zu Hause. Da hat man nicht gesagt, klar, eine klare Angelegenheit. Aber es kam dann anders. Die Teamleistung, 3,41, das ist eigentlich ein bisschen zu schlecht für das, was wir gesehen haben. Er war immer noch gut genug fürs Mittelfeld. Beste Spieler, aber endlich hat Papadopoulos die 20 geknackt. Steht jetzt aber auch hinter Salik auf Platz 3. Jan Zimmermann, immer noch Noten zweitbester Spieler. Und der hat ja seit 5000 Jahren kein Spiel mehr gemacht. So, hier können wir mal schauen. Wir haben ja Paderborn als nächsten Gegner. Die haben ein paar Verletzte, aber ich denke mal, einer wird auf jeden Fall wieder spielen können.
Zwei sogar, weil wir haben jetzt, glaube ich, erst noch die DFB-Pokal dazwischen. Gucken wir mal nach. Erste Bundesliga, Wolfsburg. Verliert 0 zu 1 zu Hause gegen Gladbach. Die sind im Moment Tabellenachter. Die müssen auch wahrscheinlich den Pokal als erste Adresse benutzen, um international dabei zu sein. Es ist zwar noch nicht gegessen alles hier oben, aber da könnten sie auf Nummer sicher gehen, im Finale stehen. Das wäre der einfachste Weg. Aber wie wir gesehen haben, die haben wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlechte Form und schlechte Moral. Vielleicht können wir das nutzen. Vielleicht können wir das nutzen, aber wollen uns da nicht zu viel Hoffnung machen, müssen einfach ins Spiel gehen, müssen konzentriert spielen, genau wie gegen Gladbach. Und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Das Spiel gegen Wolfsburg seht ihr dann in einer Extra-Folge. Hier in dieser Folge geht es ganz normal weiter mit Spieltag 30, mit dem Spiel gegen Paderborn zu Hause. Bis gleich. Liebe Leute, darf euch herzlich begrüßen. Die 3 steht endlich vorne bei den Spieltagen, sprich Spieltag 30. Wir spielen gegen Paderborn zu Hause. Die sind, jetzt kann ich es nicht sehen, auf Tabellenplatz 13, sind nur unmittelbar stärker als wir. Glanzparade auch sofort schon in der zweiten Minute vom Keeper der Paderborner, Lukas Kruse, wird von Papadopoulos hier geprüft und kann sich da behaupten. Jetzt kommt Paderborn nach vorne. Glanzparade jetzt auch. Ja, richtig. Jan Zimmermann, er ist wieder da seit Ewigkeiten endlich nochmal. Steht er zwischen den Pfosten, er hat uns gefehlt. Er war mit Abstand der beste Spieler bei uns. Hat mit seinen Glanztaten uns wirklich die Saison geebnet. Und ja, jetzt müssen wir mal wieder aufpassen. Jetzt kommt wieder Paderborn. Alban Meha mit einer Ecke. Thomas Geier, der kann aber hier klären. Zwar wieder auf Kosten einer Ecke, aber zumindest kein Tor. Nosim Babatschanow, so heißt der Stürmer der Paderborner, versucht sich gegen Geier Platz zu verschaffen, fault ihn und dementsprechend jetzt Freistoß für meine Mannschaft. Für den Pokal-Halbfinalisten. Wie das Spiel ausgegangen ist, das könnt ihr euch natürlich auch wieder in einem Extra-Video angucken. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Elton da Costa hat sich davon gestohlen, er hält eine schöne Steilvorlage von Danny Latza. Der sieht Papadopoulos, der möchte ins 11 Meter entfernte verlassene Tor einschieben und verzieht. Ich weiß nicht, was mit Papadopoulos los ist. Nochmal Konzentration. Also der lässt im Moment wirklich zu wünschen übrig. Er trifft nicht mehr so, wie es wir es gewohnt sind. Wieder eine Chance nach knappen 20 Minuten Spielzeit. Flach und mit ordentlich Power schlägt Sven Schimmel eine Flanke in den Strafraum. Da ist Rudi Hübner, sein Gegenüber, linker Mittelfeldspieler. Nimmt den Ball Volley, aber Lukas Kruse lenkt das Ding zur Ecke. Ecke sehr gefährlich von Wojtkowiak. Danny Latza kommt zum Kopfball aus 8 Metern, köpft er drüber. Naja gut, Chancen waren auf beiden Seiten da. Bei uns waren es schon 3 etwas größere Chancen, aber kein Team konnte bis jetzt irgendetwas daraus machen. Wenn wir kurz die Tabelle gucken, jetzt kommt Paderborn wieder, das ist eine gute Chance. Kein Tor, auch hier nicht. Auf der linken Außenbahn kommt Thomas Bertels, passt dann in den Strafraum zu Barmen aus 17 Metern, schießt er aber am Tor vorbei. Die haben 33 Punkte, das heißt, sie sind im Moment 8 Punkte hinter uns. Und jetzt klingelt's, yes! Jawohl, ja, Konstantinos Stafilidis, ausgeliehen von Leverkusen. Den werden wir auch in der nächsten Saison noch haben, der ist für 2 Jahre da. Der kommt über halb links, kommt in den Strafraum, knallt das Leder in die rechte Ecke. Klasse Aktion vom Linksverteidiger, Note 1. Super Spiel mal wieder vom Griechen, vom jungen Akteur von Bayer Leverkusen. Ins schöne Hessen gekommen, nach Darmstadt. Und er war am Anfang nicht ganz glücklich, hat wirklich sehr lange gebraucht, bis er sich hier eingefunden hatte. Papadopoulos schießt jetzt hier klar am Tor vorbei. Gefährliche Freistoßchance in Darmstadt. Jetzt bin ich gespannt, für wen. Für Paderborn, weil Papadopoulos Christian Strudik nur mit einem Foul stoppen konnte. Der Stürmer foult den Innenverteidiger. 19 Meter, Alban Meha oder Denis Naki. Meha wird wohl schießen. Wollen wir mal gucken. Jan Zimmermann fliegt und pflückt den Ball aus der Luft. Gott sei Dank ist der wieder da. Der fügt sich auch sofort nach gefühlten 10 Wochen Abstinenz mit einer Note 1,0 hier ein. Was ein Mann. Dafür hat er gar nicht so die Stärke. Ne? Ihr seht sie, er hat Stärke 64, aber der ist einfach nur verlässlich. Auf den kannst du dich wirklich absolut verlassen in jeder Situation. Papadopoulos flankt jetzt von rechts. In der Mitte hat aber Kamawaka, der ehemalige Nürnberger, aufgepasst, kann klären.
Und da sind wir auch schon in der Halbzeit. Wir haben sehr viele Jungs mit einer guten Note. Das sieht sehr gut aus, sage ich. Note 1,5, da können wir mal den Zimmermann loben. Wir können auch natürlich dafür Lidis den Torschützen loben. Wojcikowiak, klar. Auch Fitztum, der hat auch gut gespielt. So, und da mal dabei sind, loben wir auch noch Straight. Dann haben wir wirklich alle Jungs dabei, die gut waren. So, Massagen sind eine klare Sache. Ja, wir ändern nichts. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Die beiden Defensiven, Latza und Fitztum, haben beide eine, ja, eine Vorbelastung. Das heißt, vierte gelbe Karte haben sie bereits. Wenn sie noch einmal gelb kassieren, dann sind sie gesperrt für das nächste Spiel. Jetzt holt sich Denis Naki die gelbe Karte. Ein taktisches Foul, 47. Minute. Statistiken, ich würde sagen, das geht schon in Ordnung. Obwohl der Ballbesitz in der ersten Halbzeit für Paderborn gesprochen hat. Wir waren einfach die glücklichere Mannschaft. Da sehen wir es nochmal. Jetzt holt sich auch noch Kamawaka die gelbe. Also Paderborn will es anscheinend jetzt hier nochmal wissen. Zweite Halbzeit ist jetzt ungefähr 10 Minuten alt. Paderborn kommt vors Tor mit einer guten Chance. Mario Franchic schießt Adam Straight an, holt eine Ecke raus. Mal gucken, was da rauskommt. Gute Chance. Aber auch hier haben wir das Glück des Tüchtigen. Nosim Babacanov, so heißt er, langsam mit den jungen Pferden. Einige Zuschauer waren bereits aufgesprungen. Es war anscheinend eine sehr gute Chance. Konzentration nochmal. Wieder Paderborn. Ich denke mal, ich muss gleich mal reagieren. Wir spielen jetzt auf Konter. Wir setzen den Einsatz hoch. Das Pressing erhöhen wir ein bisschen. Die Abwehrreihe kommt ein Stück zurück. Dann denke ich, dann ist es ganz okay. Jetzt kommen wir vielleicht mit einem Konter. Möglichkeit für Darmstadt. Hübner flankt von links. Weit auf Schimmel. Der volles Risiko geht. Das Ding aber in die zweite Etage hämmert. Riesenchance in Darmstadt. Vielleicht ein Konter. Konterchance aber für Paderborn. Also die kontern bei Rückstand. Sehr interessant. Babacanov läuft allein auf Zimmermann zu. Jetzt bin ich gespannt. Huf versucht es mit einem Heber. Vorbei. Ich nehme mal an, dass es ein Russe ist. Ist ein bisschen nervös wahrscheinlich gewesen vor Zimmermann. 66 Minuten. Der Ausgleich ist nicht gefallen. Mit etwas Glück. Ganz schwaches Abspiel von Michael Fitztum in der Situation. Wojcikowiak ist sehr stark. Jetzt kommt wieder Paderborn. Kleine Chance. Also jetzt wird es hier langsam ein bisschen kritisch. Ich muss sagen, Glockner nehmen wir jetzt rein für Hübner. Das sind die beiden Jungs, die auf der linken Mittelfeldposition da um den Stammplatz kämpfen. Glockner immer mal wieder mit Formschwankungen. Ist ja neu gekommen vor der Saison von Osnabrück. Jetzt kommt auch ein Wechsel von Paderborn. Babacanov geht raus und für ihn kommt Denis Yilmaz. Ich glaube, das ist auch ein Leihspieler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nächste Chance für uns, aber ist nur eine kleine. Elton da Costa hat den Ball im Halbfeld, schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Strodig will zum Ball gehen, aber nach Zuruf lässt er den Ball passieren. Ball landet im Tor aus. Damit ist die Chance auch vorbei. So, ich denke mal, wir können jetzt mal Stafinidis rausnehmen. Dafür kommt Michael Stegmeier, der sich momentan in Vertragsverhandlungen befindet. Da ist aber noch nichts gegessen. Als Backup nochmal in der Saison bleiben hinter Stafinidis. Logisch, dass der gesetzt ist, auch nächstes Jahr. Denis Apia kommt nun für Mario Franchic. Ich weiß gar nicht, letzter Wechsel für... Ja, war der letzte Wechsel für Paderborn. Also die können jetzt nichts mehr machen. Wir könnten noch einmal. Wojcikowiak, ich denke mal, der kann auch rausgehen. Marc Schnier dafür in die Partie für die letzten knapp 10 Minuten, wenn wir die Nachspielzeit noch mit einbeziehen. Wir nehmen jetzt noch das Zeitspiel mal mit rein. Pressing jetzt nicht mehr so hoch. Lassen die jetzt mal kommen. Aber nochmal wir und jetzt klatschen wir das an die Latte. Wilson Kamawaka, das war der eigene Mann, bringt Paderborn hier nochmal in Schwierigkeiten. Er wollte hier die Ecke von da Costa den Kopf klären, trifft auf die Latte des eigenen Tors. Nochmal Ecke. Mal gucken, ob die was einbringt. Ecke kommt. Drin. Und wie sie was bringt. Sven Schimmel. Erst zweites Mal, dass er jubeln darf in dieser Saison. Vorlage Elton da Costa nach der Ecke. Kopfball Schimmel. Ja, 2-0. So einfach ist das. So, Einsatz kommt jetzt etwas zurück. Pressing jetzt auch. Jetzt lassen wir die mal komplett kommen hier. Die Paderborner Distanzschuss von Andreas Glockner verfehlt das Tor deutlich. Ich sag mal hinten dicht. 2-0 ist wirklich klasse. Also, das ist jetzt, glaube ich, ligaübergreifend, wenn hier nichts mehr Großartiges passiert. Und das ist nämlich nochmal
etwas Größeres. Dennis Yilmaz macht den Anschluss. 14. Tor bereits. Also der ist normalerweise Stammspieler, nehme ich an. Harmloser Distanzschuss von Kamawaka. Jan Zimmermann lässt den Ball nach vorne prallen. Das ist die fehlende Spielpraxis mit Sicherheit. Dennis Yilmaz kann das Ding natürlich dann nicht ablehnen in dem Moment. 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt bringen wir das vorbei. Ich wollte schon zu früh hier den Sieg feiern. Marc Schnier wegen Trikotzupfens. Wollte sagen, es ist wahrscheinlich der 4. Liga-übergreifende Sieg, den wir hier feiern können. 90. Minute, Gangart von Paderborn wird nochmal rauer. Passiert hier noch was? Nein! 2:1. Am Ende nochmal ein bisschen spannend geworden. Nach Fehler von Zimmermann, aber das verzeihe ich ihm. Er muss auch wieder erst reinkommen. So, wir sehen uns gleich im Nachbericht. So, Lukas Kruse war bester Spieler bei Paderborn. Bei uns war es der Torschütze zum 1:0. Konstantinos Dafilidis von Bayer Leverkusen. Die Leihgabe für 2 Jahre. An dem werden wir noch ein weiteres Jahr Freude haben, denke ich. Teamansprachen haben beide funktioniert. Wir haben nicht verloren. Das haben wir uns vorgenommen. Haben wir souverän geschafft. Die Statistiken. Ja, Paderborn ganz klar mehr Ballbesitz gehabt. Aber einfach zu wenig draus gemacht. Die haben die Chancen nicht nutzen können, die sie hatten. Oder am Ende nur eine. Und das war zu spät. Da hatten wir schon das 2:0 gemacht. Nach Eckball da Costa. Die Ergebnisse, Platz 7 ist es mittlerweile. Aber ich denke mal, da ist jetzt auch wahrscheinlich Ende des Höhenflugs, weil ja Ingolstadt und Nürnberg doch schon ein bisschen Vorsprung haben und danach Platz 4 ist sowieso schon gegessen. Aber das ist wahnsinnig spannend da oben. Kaiserslautern verliert, Düsseldorf unentschieden und dahinter gewinnen beide. St. Pauli und Union Berlin holen die 3 Punkte. Und das sind nur 3 Punkte unter den ersten 4. Wahnsinnig intensiv. Ja, Leute, und es steht fest, nicht allzu sehr verwunderlich nach dem Höhenflug der letzten Wochen, ihr seht es. Wir haben 13 aus 15 möglichen Punkten zuletzt geholt. Es sind 18 Punkte auf den Relegationsplatz. Es können höchstens noch 12 Punkte vergeben werden. Das heißt, der SV Darmstadt ist damit auch faktisch nächste Saison in der 2. Liga aktiv. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wir können jetzt wirklich planen, können Spieler einkaufen für die 2. Liga und müssen da nicht mehr Angst haben, dass wir am Ende vielleicht in der 3. Liga landen und die Gelder nicht zahlen können, bla bla bla, wie auch immer. So, die Stimmen. Wichtig war in erster Linie der Sieg. Man hat deutlich das Engagement der Mannschaft gesehen. Leider sind im Übereifer einige Fehler passiert. Ja, wir haben wahrscheinlich ein paar Fehler gemacht. Er meint wahrscheinlich auch den Abpraller von Zimmermann, aber es war ja nicht so, dass das jetzt irgendwie einen Einfluss gehabt hätte. 3 Punkte sind es ja trotzdem geblieben. Von daher, ja, abhaken. Die Fehler, die müssen wir halt abstellen, aber heute war es nicht entscheidend und das ist erstmal wichtig. Spieltagsstatistik. Ja, da sind 2 Jungs von uns. Adams Jade in der Abwehr und Andreas Klockner. Das freut mich, dass er im linken Mittelfeld hier aufgeführt wurde. Also der Silvio, der trifft ja und trifft und trifft. Das ist der Spieler des Tages. 26 Saisontore bereits. Ja, mit einer Stärke von 70 in der 2. Liga. Also der ist im Moment absolut für den Höhenflug natürlich verantwortlich, auch von Union Berlin. 2,86 in der Durchschnittsnote. Klasse Spieltag für uns. Da sind wir hier auf Platz 3, hinter Dresden und Union. Beste Spieler nochmal, gucken. Jan Zimmermann, 2,70, konnte heute endlich nochmal wieder spielen. Am 30. Spieltag mit seinem 20. Einsatz, das heißt, er hat wirklich 10 Spiele verpasst. Durch Verletzung. Ja, Papadopoulos konnte nicht treffen, auch keine Vorlage. Bleibt hier auf 3, aber Pekkat und Dani Şahin sind ihm da echt auf den Fersen. Und zu guter Letzt nochmal, das Fairplay und die Verletzungen, Karten, Sperren. Was wir doch immer haben, gucken wir mal rein. Und ja, Dresden sehr, sehr verletzungsgeplagt. Allein schon 6 Spieler. Also das ist heftig. Kaiserslautern auch nicht unbedingt mit weniger. Also da haben wir echt Glück, muss man wirklich sagen. Ja, vom Fairplay, wo gucken wir, Platz 12. Ja, geht schlechter, geht aber auch besser, klar. Aber nicht entscheidend. So, die letzten 4 Spiele. Das heißt, 2 Folgen sind es noch bis zum Saisonende. Nächster Spieltag gegen St. Pauli. Die stehen auf 3. Das wird wahnsinnig schwer. Die müssen Punkte holen. Die sind natürlich auch logischerweise wahnsinnig motiviert. 4 Siege in Folge. Also das wird ein Knallerspiel. Ich denke mal, das machen wir nochmal in 3D-Highlights. Und dann danach zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Platz 15. Die wollen sich auch nochmal reinhängen. Die wollen nämlich nicht absteigen. Im Moment wird es klappen. Gegen den direkten Mitaufsteiger Heidenheim. Und natürlich Frankfurt-Sandhausen. Es ist wahnsinnig eng. 2 Punkte zwischen den 4 Mannschaften da unten. Gut, meine Lieben, das war's dann mit Folge, lass mich lügen, 39. DFB-Pokal gegen Wolfsburg, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dran an diesem Spiel. Und wir sehen uns dann wieder gegen Pauli, auswärts, 31. Spieltag. Bis denn!